weil ich nach dem Abitur einen sehr praxisorientierten Job gesucht hatte und die Vorstellung von einem abwechslungsreichen, aber auch menschennahen Job schon immer sehr fasziniert hat. Weil die Arbeit abwechslungsreich, vielseitig und herausfordernd ist. Kein Tag ist wie derselbe und man muss sich täglich auf neue Menschen und Situationen einstellen. Ich habe mich für die Pflegeausbildung entschieden, weil Menschen zu helfen ist ein gutes Gefühl, sicher und attraktiv, ein Arbeitsgebiet mit Zukunft und vielen Weiterbildung und Aufstiegsmöglichkeit. Natürlich war mir auch Teamarbeit sehr wichtig. Man hat Spaß mit den Kollegen als auch mit den Patienten. Ich hatte mich damals für die Ausbildung entschieden, damit ich wirklich was Konkretes habe, wie so ein Beruf in der Pflege halt aufgebaut ist und wie man das erlebt. Und auch für mich selbst, dass ich wirklich weiß, dass ich in diesem medizinischen und pflegerischen Umfeld wirklich arbeiten möchte, und mich darin auch weiterentwickeln möchte. Als ich eine Patientin lange nach ihrer Entlassung zufällig getroffen habe und sie mir gesagt hat, dass ich hier Sonnenschein ganz dunkle Tage war. Das ist schwer auf eine Situation runterzubrechen. Aber wenn ich das müsste, würde ich sagen, dass das eine Patientin war, die schon aufgegeben hatte, wieder jemals selbstständig zu laufen und die dann nach mehreren Wochen der Genesung mit mir ihre ersten Schritte getan hat. Einfach dieses Glücksgefühl in ihren Augen, das wird, glaube ich, ewig bei mir hängen bleiben. Mein schönster Moment in der Pflege ist, wenn ich sehe, wie Patienten sich zum Beispiel nach einer schweren Krankheit wieder erholt haben und gesund nach Hause gehen. Einige meiner schönsten Momente in der Pflege oder in der Ausbildung waren immer noch, wenn man eine Kleinigkeit für einen Patienten macht und das ihm einfach den Tag rettet und ihm einfach so ein Lächeln aufs Gesicht zaubert. Aber auch einfach den Leuten, also für Leute da zu sein und denen zu helfen, eine schwierige Situation halt durchzustehen. Natürlich neben dem Bestehen meines Examens irgendwann auch Teil der Pflegewissenschaftlerin sein kann, damit ich meine Patienten nach den besten, neuesten Standards versorgen kann. Also erstmal natürlich die Ausbildung abschließen. Und ich denke, dass ich danach mich fortbilden lassen werde zum Intensivpfleger, weil der Aufgabenbereich noch mal um vieles größer ist und noch mal um einiges herausfordernder. Ich wünsche, dass ich meine Ausbildung erfolgreich beende und eine Weiterbildung machen kann und immer noch Spaß an der Arbeit. Für meine berufliche Zukunft wünsche ich mir halt wirklich viele Weiterbildungsmöglichkeiten, damit man sich auch weiterentwickeln kann in diesem Beruf und auch, dass dieser Beruf einfach nur attraktiver für jüngere Menschen wird, weil das ist so ein schöner Beruf, der einfach mehr Anerkennung braucht.